Hallo und willkommen zurück zu Train Fever. Und ja, wir haben festgestellt, dass wir vermutlich auch bei Natrium eine größere Haltestelle hinbauen sollten. Drum wollen wir das mal machen, sobald wir können. Und zwar jetzt. Perfekt. Und dann einmal auf Pause und direkt schnell ein großes Ding hinstellen. Das kann eigentlich ruhig so nah an Bahnhof, wie es will oder kann oder wie auch immer. Schauen wir mal, ob es die Route übernommen hat. Ja, wunderbar. Perfekt, weil wir es drüber gebaut haben. Sehr schön. Dann sollte auch Natrium jetzt kein Problem mehr haben mit überflüssigen Sachen. Wie gesagt, hier sollten wir das Problem nicht haben, dadurch, dass da immer nur nacheinander die Sachen kommen. Aber überall da, wo wir halt mit dem LKW, mit dem Zug Sachen anliefern, haben wir so ein bisschen das Problem. Genau. Coole Sache. Ja, jetzt könnte man natürlich einstellen, dass die Züge warten auf volle Beladung. Aber ganz ehrlich, bei Zügen lohnt sich das nicht wirklich. Weil weniger Züge werden wir deswegen auch nicht benutzen können. Also zumindest bei denen hier nicht. 40 ist eigentlich auch eine ganz okaye Zahl. Es werden eh noch ein bisschen mehr. Und einen Zug sparen wir uns eh nicht. Und weniger Betriebskosten haben wir auch nicht. Also wenn es jetzt irgendwie wären, die Züge kosten nur, wenn sie fahren, dann okay. Aber das ist ja nicht der Fall. So, wow, ist das schön. Also hier passt es jetzt auf jeden Fall. Da ist nichts wartend. Mit anderen Worten, wir haben, denke ich zumindest, genügend LKWs, die rumfahren. Und das sieht jetzt auch okay aus. Jetzt ist nämlich, ja, jetzt sagt der Öl anliefern. Mit anderen Worten, das passt auch. Gut, das davor wird eher gewesen sein, weil die Züge nicht genügend abliefern konnten, aber egal. Passt. Wunderbar. Wunderbar. So, was sagt er denn hier jetzt mittlerweile? Mehr Eisen anzuliefern, okay? Also Eisen ist jetzt hier gerade so das Problem. Sagt er hier, mehr Eisenerz anzuliefern, okay? Ja gut, die fahren natürlich jetzt voll aus dem einfachen Grund, weil wir gesagt haben, warte drauf, dass sie voll sind. Aber wie sieht es hier wirklich aus? Also ich habe schon das Gefühl, dass die noch ein bisschen warten müssen, die Züge. Dementsprechend bin ich jetzt nicht sehr danach versucht zu sagen, ja, yeah, lass uns einen neuen Zug nehmen. Ich meine, da sind jetzt 20 da, bis der eingefahren ist. Lass es 30 sein. Ich kann 56 transportieren. Das ist nicht so toll. Ja. Schauen wir mal hier rein. Sortieren das Ganze mal nach Linie. Ist es, glaube ich, schon? Gut, dann Tram 3. Fahrzeugersatz. Wir gehen mal auf 100%. Nehmen die da und einmal ja. Dann passt das. Ja, wobei die Eisen müssen eh ersetzt werden. Dann nutzen wir das doch direkt. Also, Fahrzeug wählen. Wir nehmen die hier. Die kommt mir eigentlich recht sympathisch vor. Die kann, ist auch recht fix. Also im Verhältnis zu der. Kann also mehr transportieren. Und jetzt wollen wir Eisen. Nein, die können immer noch nur 120. Das ist ein bisschen nervig. Na egal. Okay, also Eisenerz wollen wir. Genau. 15, 30. Mach mal 60. Klingt eigentlich nicht schlecht. Mach mal 60 und 100%. Gut. Und dann können wir auf Ja gehen. Und falls es irgendwann mal so sein sollte, dass wir einen neuen Wagen kriegen, können wir den immer noch ersetzen, auch wenn auf automatische Ersetzung drauf ist. Gut, Eisenwaren, glaube ich, können wir sogar dasselbe machen. Wobei ich darf. Der ist ja noch länger. Bin ich echt am Überlegen, ob wir den hier nehmen. Weil der halt einfach nochmal deutlich mehr ziehen kann. Ja, wobei, es sind 100 Kilonewton mehr, also ein Drittel mehr. Kostet aber doppelt so viel. Gerundet. Nehmen wir die.
So, was haben wir denn bisher? 56, nee, wie viel? 48 Eisenwaren. Das ist auch. Nee, du bist der, oder? Oder bist du Holz? Nee, ah, das ist Holz und Bretter, das ist Stahl. Okay, also doch der. Kriegen wir denn nicht irgendwie mal 9? Sind echt die letzten Sachen. Okay. Also, wir wollen Eisen. Nachdem wir dann mit 60 anliefern, würde ich sagen, holen wir auch 60 zurück und dann brauchen wir noch für Güter, um zurückzukommen. Moment, Güter nur 17. Was? Ne, hier. Hier. Der da. Der ist es, genau. Güter. Ja, wir brauchen da nicht ganz so viele. 2 reichen, glaube ich. Weil wir auf dem Rückweg ja nicht alles mitnehmen müssen. Wir wollen ja auch in andere Städte liefern. Das heißt, 60 davon, 40 davon ist, glaube ich, okay. Dann ersetzt mal fröhlich. Gut, da haben wir ein paar Busse, die keinen Gewinn machen. Blöder Bus. Ah, da haben wir tatsächlich jetzt eh nur noch einen. Ja, aber ist okay, nimm den mal. Du auch. Oh, sind so ein paar Sachen, wo wir den jetzt brauchen. Aber kriegen wir hin. So. Fahrzeugersatz. Ja, ich finde es schön, dass man Busse durch irgendwelche LKWs ersetzen könnte, theoretisch. Macht voll Sinn. Gut, hier machen wir dasselbe. Einmal davon. Und Güterwagen nehmen wir den Kohlewagen. Tatsache, da gibt es echt nichts anderes. Gott, okay. Was haben wir denn gerade? 56, okay. 14, 28. Ja, dann bleiben wir bei 56, oder? Ja, doch. Bleiben wir bei 56. Dann macht mal. Da sehen wir jetzt gleich den neuen. Gerade sind es 56 und jetzt gleich sind es 60. Sehr schön. Dürfte dementsprechend auch ein bisschen schneller fahren. So. Ihr macht einfach nur Minus. Doofe Dinger. Auch die Züge machen Minus. Finde ich doof. Was haben wir denn hier? Ein Bus, der zu alt ist. Dementsprechend haben wir dann noch keinen Fahrzeugersatz drin. Noch irgendwas? Noch ein Bus. 100, ja. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die 100% sich lohnen oder die 125 besser sind. Ich lasse es jetzt beim restlichen doch mal auf 125. Habe ich dich gerade? Ja, okay. Plus 3. Noch ein Bus. Jetzt sollte ich aber langsam mit den Bussen durch sein, oder? Die machen auch alle ziemlich viel Minus. Naja, gut. Der hier fährt zumindest gleich weiter. Sobald dann mal noch Eisenerz da ist. Und weiter geht's. Gut. Und eh schon der nächste wieder. Hier wird gerade aufgeladen. Wett. Haben wir nicht hier Fahrzeugersatz eingestellt? Ja, haben wir. Warum wirst du nicht aktualisiert?
Oder wartest du noch die ganze Zeit? Habe ich da den falschen ausgewählt? Nein, es ist die. Hä? Warum wurde die auch nicht aktualisiert? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum wurde die nicht aktualisiert? Also bei dem hätte ich mir jetzt noch vorstellen können, weil er schon zu lange hier wartet. Aber beim Rest? Verstehe ich jetzt nicht. Also das Eisen wurde aufgewertet. Das ist okay. Der passt. Der... Oh, ja. Braucht zwar immer noch zu lange, aber der passt grundsätzlich mal. Jetzt muss ich Eisen abtransportieren. Ja, dann füll mir die doch mal gescheit auf. Hier, dann kann ich auch Eisen abtransportieren. Hier kommt doch eh schon der nächste. Warte mal. Wo kam der denn jetzt her? Du bist hoffentlich ein eingleisiges Ding. Ja, hier nur mal, um sicher zu gehen. Will ja nur sagen, ja du auch, ja. Dass mir nicht irgendjemand auf Ideen kommt. Und was weiß ich, wie lang fährt. Dankeschön. Wobei ich sagen muss, hier du Eisenwaren, du solltest diesen komischen Nebengleis, nach Nebengleis sollst du da lang fahren. Genau. Dann sind die nämlich auf unterschiedlichen Gleisen. Passt. Passt. Der muss ja Eisen abladen, dementsprechend. Gut. Schauen wir mal, ob der sich jetzt ersetzt. Sonst bin ich nämlich hier gerade ein bisschen ratlos, was da jetzt kaputt ist. Schauen wir mal gleich, ob uns da was auffällt. Na? Auch nicht. Hä? Eisenbahn. Fahrzeugersatz. Ich habe auch definitiv genügend Geld. Ja, doch, habe ich. Automatisch ersetzen. Ja, Eisen und Güter. Das ist ungefähr genau das, was du hast. Jetzt erzähl mir nicht, dass der Zug auf einmal länger ist als der, den wir gerade haben und deswegen nicht im Bahnhof passt oder sowas. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil die Bahnhöfe sind definitiv lang genug. Verstehe ich nicht. Bei dir? Magst du auch nicht? Nö. Ich verstehe es nicht. Wenn ihr eine Idee habt, bitte gerne sagen. Keine Ahnung, was da kaputt ist. Ja, mit dem Kohlezug wird der ersetzt? Auch nicht. Wird irgendwie nur eine gewisse Anzahl von Sachen gleichzeitig ersetzt? Und alle Kohlezüge wurden nicht ersetzt. Hä? Ja, bitte. Verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht. Keine Ahnung, was das schon wieder ist. Ich sehe nur, dass wir hier anscheinend einen zu viel haben. Weil der wartet gerade drauf, dass der sich füllt. Mit anderen Worten, der ist auf jeden Fall überflüssig. Schauen wir mal, wir da vielleicht einen loswerden können.
Hallo, Kohlezug. Fahr doch mal ins Depot. Komische Sache. Sehr komische Sache. So, während wir das so halb im Blick haben, irgendwann mal wiederkommen und schauen, ob sich es mittlerweile etwas gefangen hat. Schauen wir mal hier. Wie sieht es denn hier aus? Oder wie sieht es denn hier aus mit euch? Natrium ist bei weitem nicht voll. Okay. Was sagt er denn hier? Mehr Güter abzutransportieren. Hä? Wohin denn? Ja, Moment. Mehr Güter abzutransportieren klingt vermutlich nach, suchen Sie sich gefälligst neue Ziele, wo wir Waren hinliefern können. Ist mal jetzt mal meine Interpretation. Was nicht unbedingt eine schlechte Idee ist. Sogar eine recht gute. Ich bin gerade am überlegen, wie wir das machen. Eigentlich sollten wir hier die vielleicht... Also nach Grünenbach liefern wir ja schon. Haha. Ja. Wohin könnten wir denn noch was liefern? Fällt gerade auf. Eigentlich könnte man auch nach Völklingen irgendwie liefern. Von hier aus. Oder von hier aus. Und Höhen Gustow wäre eigentlich auch noch in der Nähe. Wir sollten auf jeden Fall mal schauen, dass diese Strecke irgendwie auch darüber geführt wird. Könnte man eventuell diese Brücke nutzen? Nee. Ich weiß genau, was dabei rauskommt, dass es nicht funktionieren wird. Außer wir kommen hier mit einem Tunnel durch und dann da hinten raus. Aber ohne das wird das nur eine Katastrophe. Wollen wir es mal probieren. Schauen wir mal. Vielleicht kriege ich hier irgendwas ausnahmsweise mal hin, was Tunnel und Brücken betrifft. Also hier wollen wir raus. Und es geht halbwegs schnell. Ja gut, wir müssen nicht mehr als 120 schnell, also das ist okay. Trotzdem sollte man das vielleicht etwas früher machen. Vielleicht hier. Genau, also hier kommen wir sogar 300. Ja, das ist vollkommen okay. Kommen wir hier irgendwie mal unterirdisch? Ja, gibt trotzdem eine Kollision. Warum? Das heißt unterirdisch. So würde es gehen. Sind wir da noch halbwegs in der richtigen Richtung? Ach, wir haben genügend Geld, wir probieren das jetzt. So, hier sollen wir noch mehr oder weniger gerade, sag ich mal. Beziehungsweise ich habe keine Ahnung, wohin. Also ich möchte auf jeden Fall hier irgendwie rauskommen. So nicht übrigens. Schauen wir mal, ob wir, wenn ich den irgendwie so verbinde, ob er mir da was vorschlägt. Nicht wirklich. Nicht wirklich. So würde er mir was vorschlagen. Da bin ich aber viel zu hoch. Ab da haben wir irgendwie Probleme mit irgendwelchen Terrains. Dann machen wir das doch erstmal nochmals in zwei Schritten. Einmal irgendwie hier hin. Und dann... jetzt mehr oder weniger automatisch hier irgendwie hoch. Ja, wenn er da halt mal eine gescheite Vorschlag machen würde. Ja, wie gesagt, wir brauchen ja eigentlich nur 120. In anderen Worten,
bisschen Plus, damit falls wir irgendwie mal 140er wegen doch noch kriegen sollten. Machen wir das mal so. Und jetzt irgendwie da rein. Ja, das sieht ja gar nicht mal so verkehrt aus bisher. Was magst du da nicht? Nee, ernsthaft, was magst du da nicht? Dann machen wir es halt so. So. Ja. Ich glaube, auf einer Skala von katastrophal bis geht gar nicht. Ist irgendwo dazwischen. So, wir fahren hier rein. Dann würde ich sagen, fahren wir auch da raus. Diesmal aber im Automodus. Dann warten, wir wollen jetzt nicht unterirdisch. Wir wollen einfach nur eine kleine Kurve bauen. Und 144 ist vollkommen okay. So, und wollen irgendwie hier rein. Gut, wir kommen auf jeden Fall schon mal über den Bahnübergang. Oder auch nicht. Wo ist nicht genügend Platz? Hier ist aber genügend Platz. So, und jetzt müssen wir nur noch eine geeignete Stelle finden. Hallo? Hier zum Beispiel. Oder hier, noch besser. Ist doch schön. Das ist doch schön. Und jetzt haben wir uns Völklingen frei gemacht, sozusagen. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum wir unbedingt dahin wollen, aber warum auch nicht. So, mit anderen Worten, wir können uns einen neuen Zug holen, der nach Völklingen fährt. Und davor brauchen wir noch ein paar Signale. Dänisches Hauptsignal, genau, du, dich will ich. Dahin und eins davor. Dahin. Dann eins vor den schönen Tunnel. Eins bevor es auf die Strecke geht. Passt schon. Dann hier noch ein paar. Dann hier, bevor es drauf geht. Bevor man abfährt. Nachdem abgefahren ist, passt. Gut. Eins, wenn man aus dem Tunnel kommt. Sehr schön. Ich bin immer noch für Signale im Tunnel. Aber, naja. Gut, dann hätten wir theoretisch einen neuen Abnehmer. Ist gerade gar nicht, da ist ein Depot. Das sollte sogar funktionieren. Gut, Völkling, wie viel Bedarf hast denn du so an... Ne, die Haltestelle meinte ich nicht, meinte mehr die Stadt. Hier, ne, immer noch nicht. Sag mal. Jetzt aber... 91, also doch einen recht hohen Güterbedarf, sag ich mal. Dann Züge kaufen. Lokomotiven. Die da. Man kann sie tatsächlich kaufen, wollte ich nur mal bemerken. Mit Gütern. Du funktionierst schon auch für die Güter. Moment, da steht was von Auto. Nehmen wir die Güter. Wird schon passen. So, eins. Das interessiert mich jetzt echt. Geht der? Der ist nämlich schneller. Ich glaube, wir bleiben bei dem. Habe ich jetzt gedrückt. Ah, ich habe den Knopf zugemacht. 20, 30, 60. So rum. Verklonen wir ihn einfach mal. Die Strecke ist ja recht weit. Und fahren von hier
nach. Da kommt der Fehler in meinem Plan. Wir haben noch keinen Bahnhof für Güter in Völklingen. Verdammt. My evil plan is ruined. Nein, nicht ganz. Okay, ich würde sagen, dann müssen wir beim nächsten Mal wohl einen neuen Bahnhof bauen für Völklingen. Und am besten immer noch das Ding hier in der Mitte mal upgraden auf 4. Oder zumindest 3. Weil ich glaube, wir fahren hier rein, dann können wir da mal gescheit umdrehen. Ja, ich bin echt dafür, dass wir das machen. Das machen wir. So, habe ich jetzt beschlossen. Also beim nächsten Mal wird dieser Bahnhof upgegradet. Und dann schauen wir uns an, wo hier noch der Cargo-Bahnhof hinkommt. Irgendwie in die Richtung vermutlich mal. Dadurch, dass wir hier eh schon unterirdisch sind, können wir es vielleicht nutzen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.